Hallo, mein Name ist John Gracer. Seit meiner Kindheit bin ich vom Paranormalen besessen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ist das Paranormale wirklich oder nur ein Hirngespinst? Kommt mit meinem Team und mir auf die Spur des Paranormalen und lasst es uns beweisen. Wir haben die beste und aufwendigste Ausrüstung, die es überhaupt zu kaufen gibt. Wir gehen an Orte, die keiner wirklich betreten will. Wow. Drop das Kreuz! Seid jetzt auf jeden Fall mit dabei. Wir sind Spook Squad. Hallo der Herr, was kann ich Gutes für Sie tun? Ja. Ich hätte gerne eine Taschenlampe. Da haben wir natürlich das Richtige da, Moment. Oh, hier bitteschön. Oh. Möchte ich gern zurückgeben. Was stimmt damit nicht? Die leuchtet lila. Ja, das ist auch Schwarzlicht, ne? Das haben sie ja bewusst so gekauft. Ich wollte eine Taschenlampe. Ja, tut mir leid. Also Rückgaben gibt's eine bei uns überhaupt nicht. Nee, tut mir leid. Nimm deinen Scheiß. Willkommen zurück in dem Horrorbus. So, also Jessica Shawcross, Einzelperson. Reinige den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen, verwende ein Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Schieße ein Foto vom Geist. Jessica Shawcross. Du hast die Kamera, gell, weil ich hab den Dot. Jo, hab ich. Und rein in den Wahnsinn. Den Lachs buttern. Emily? Achso, ne, die heißt Jessica, ne? Brunhilde? Licht ist an, also. Jo. So, bis jetzt habe ich keine Orgel gefunden. Hier gibt es nichts oben. Ich hole noch mal ganz kurz ein bisschen was vom LKW. So, dann holen wir uns hier mal gutes Equipment, was wir brauchen können. Das ist einmal das Buch und das Schwarzlicht. Um die kleine Patschehändchen an der Türe zu sehen. Aber jetzt wird die wahrscheinlich noch nicht rumpatschen. Schmeißen wir jetzt erstmal alles hier auf den Boden. Mit der Kamera? Wo seid ihr? Im Keller. Jo. Oh ja, die läuft hier durch, ich hab's gerade gesehen. Die ist durchgelaufen, ja. Warte, okay. Also Dots. Ist das gut so? Nein, ich glaube nicht. 1,2 Grad. Minus 1,1. Okay. Mhm. Okay, ich versuche gleich mal mit minus der zu reden. 0,4, ja. So, da stehe ich drauf, mit den Geistern reden. Ist immer wieder geil. Wo bist du? Bist du verletzt? Jessica, wo bist du? Okay, das Kreuz kommt relativ spät. Also das X kommt relativ spät auf der Ghostbox. Wir bräuchten aber entweder EMF Level 5 oder den Geisterorb, weil es entweder ein Jurai oder ein Ohn. Ich hole mal kurz. Das Kruzifix hast du hingeschmissen. Warte, ja. Ich komme! Warte. Was sollte ich nehmen, Steffen? Stäbchen. Also Dots hatten wir die ja gerade drin, ne? Beweise, Dots. Ja, aber wir brauchen entweder noch ein Ding. Ein Orb oder wir brauchen EMF 5. Ne, Orb haben wir. Nein, wir haben Dots. Ach so, Dots. Dots haben wir, ja. Wir haben kein ist ja Orb. Diese Kugel. Okay, das heißt,
Okay, okay, warte, dann nehme ich nochmal eine Kamera mit und versuche da unten einen Orb zu finden. Ich räuche mal da unten gleich. Und du hast ein Kreuz dabei, gell? Rein in die kalte Hölle. Brunhilde! Nicht erschrecken, Brunhilde, ich bin's. Der freundliche Mann. Oh Gott, der freundliche Mann aus der Nachbarschaft. Die ist gerade so hart an mir vorbeigelaufen. Also ein Orb habe ich nicht. Vielleicht mal von einer anderen Perspektive aus. Also Räucherstäbchen ist geschafft. Jetzt müssten wir eigentlich noch ein Foto hinkriegen. Nee, aber Orb habe ich nicht. Orb habe ich wirklich nicht. Vielleicht kann ich die Cam... Uni einloggen, schon mal. Ich habe jetzt mal beide Cams hier drin, einmal da im Regal und einmal hier auf dem Stuhl. Oh mein Gott, nein! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Was wollt ihr die von mir? Raus. Ich will raus, bitte, ich will raus! Sieben! Raus, raus, raus! Warum ist die schon wieder so mad auf mich? Also ich hatte EMF4, aber ich war auch nicht genau bei dir. Mann, die ist mir direkt hinterhergerannt. Nein, ich ja, will... also dann bleibt der nur Oni. Ich will da nicht mehr rein. Also eine Aufgabe hätten wir geschafft. Boah, hätten wir jetzt die Kamera dabei gehabt. Ja, ich nehme jetzt die Kamera. Ich habe 50 Sanity. Nimm nochmal ein Kruzifix. Ja, gut, ja. Okay, ich mach das Foto. Ja, was hat denn nicht funktioniert? Schieße ein Foto vom Geist. Wer hat die Kamera? Luke. Jo, ich hab sie gerade einstecken, ich lauf rein. So, dann probieren wir hier mal einen schönen Geist abzulichten. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber... Ich seh schon, komm, ich sterbe. Hallo, Brunhilde. Ich bin wieder da. Die hat mit Pin... Oh. Hört doch auf, hier Sachen rumzuschmeißen, Bruni. 5, 5, 5, 5, 5. EMF 5? Also ist Oni. Ja. Safe Call? Safe Call. Ja gut, aber wir brauchen jetzt trotzdem noch den die andere Nebenquest, ne? Okay. Also Oni haben wir schon mal. So. Bruni. Ich kann ein Foto machen. Ja, ich versuche Jessica abzulichten. Ja, da war sie gerade. Sie ist gerade an uns vorbeigelaufen. Linda! Jessica Shawcross! Ich muss echt aufhören, immer diese Namen zu spammen. Ich bin immer der Erste, der dann stirbt. Stimmt gar nicht. Eigentlich verrecke immer ich als Erster. 5, 5. Halt deine Kamera bereit. Ich halte sie so hart bereit. Ja, hier ist... Okay, es passiert einfach nichts, ne? Weil die reagiert halt auch nur auf Einzelpersonen. Aber safe werde ich nicht alleine hier bleiben. Ich habe 40 Sanity vielleicht noch. Vielleicht eine Pille nehmen. Ja, wäre vielleicht gar nicht blöd. Oder ein anderer nimmt einfach die Cam. Ja, wollt ihr das alles abschließen oder sollen wir jetzt einfach abhauen? Das ist halt die Frage. Ich würde schon noch, ne? Also die Kohle wäre halt schon gut, ne? Aber ich habe 30 ja. Sanity, also ich muss definitiv jetzt mal hier ein paar Pillen schlucken. Ja, okay. Dann tue ich das Feuerzeug weg, dann kann ich auch noch eine Kamera nehmen. Haben wir noch eine im LKW? Negativ. Okay, ich bin drin, ich probiere mein Bestes. Wo bist du? Ich weiß, du bist hier unten. Zeig dich. Wo bist du? Ich bin gerade vor dir gelaufen. Nein.
Wo bist du? Ich stehe rechts von dir. Zeige dich! Ja, ich hab's gesehen. Zeige dich, Jessica! Wir werden nicht gehen. Wir werden hier bleiben. Wir haben keine Angst vor dir. Nun komm doch endlich zu mir, Jessica. Ich möchte ein Foto von dir machen. Halbnackt und in Dessous. Oh, jetzt war sie sauer. Hast du was geschmissen? Ja, ich habe gesagt, ich will sie in Dessous fotografieren. Da ist die Säge geflogen. Der Stuhl bewegt sich. Lasst mich raus! Lasst mich raus! Lasst mich raus! Foto ist geschafft. Ich hab das Kreuz gedroppt. Oh mein Gott! Egal, komm. Ich hab die so hart fotografiert. Also wenn das kein 3-Sterne-Foto ist, dann weiß ich auch nicht, Alter. Guck dir das mal an. Aber das mit dem Kreuz funktioniert. Warum funktioniert das nicht immer? Oder jagt die in dem Moment nicht? Ich glaube, die jagt in dem Moment nicht. Ja. Also ich glaube, hätte die jetzt gejagt, wäre ich tot. Safe Call. Weil die stand direkt vor mir. Ja, okay. Ich das Kreuz also nochmal nehmen. Also ich würde mal reingehen, das probieren. Ich habe noch 63. Ich beobachte dich. Liegen da drin ein oder zwei? Eins. Ich habe es gerade vor die Türe, vor die Kellertüre geschmissen, als sie die Türe zugemacht hat. Oh, die Drecksau. Oh, okay, Steffen ist tot. Türe zu. Jetzt die Frage, ist er tot? Sein Sanity-Wert ist noch da. Er ist tot. Echt jetzt? Ja, sein Sanity ist weg. Oh, scheiße, die war sauer. Die war richtig sauer. Ja, okay, aber wir haben ja den Oni. Ich würde das jetzt nicht nochmal probieren, weil ich habe 3, du hast 39. Also. Ja, aber das mit dem Kruzifix, ich verstehe das immer nicht. Jetzt liegen 2 da, die sagen, die haben 6 Meter Reichweite. Steffen ist unten gestorben. Da liegt ein Kruzifix und oben an der Treppe liegt ein Kruzifix. Ja, ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du das schmeißen musst oder ob du nur so hin und her wackeln musst, dass du sie dann triffst. Keine Ahnung. Liebe Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Helft uns hier mal ein bisschen weiter. Also, Oni eingeloggt. Steffen, bist du hier? Wenn du uns heimsuchst, dann wirf was gegen dieses Nummern-Ding. Numblock. Gegen den Numblock. 30 Sekunden oder er so. Er hat was dann geschmissen, die Tasse. Nice. Alle eingeloggt, okay. Also alle Oni eingeloggt. Ja, let's go. Ja, safe ist es der Oni. Dummes Stück, verdammte Kacke. Aber ich habe gerade zu Luca gesagt, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Es lag an der Treppe das Kreuz und unten im Raum Kreuz. Also das heißt, die decken sich eigentlich beide ab. Ja, ja. Und die Zeit funktioniert. Das oben habe ich aufgehoben, hab's dann auf die Treppe und dann war ich. Jan Meyer. Myers. Jan Meyers. Michael Myers? Halloween? Let's go. Und nicht dabei draufgehen. Das wäre empfehlenswert. Sag mal, quasselst du eigentlich immer so dumm, wenn der nicht hat dieses... Ja, natürlich. Feeling! Warte, ich finde hier das Uja-Brett. Ich spür's. Nein. Die Tür hier war leicht offen in der Garage. Okay, hier ist kein Orb. Auch kein Ohr. Nice. Ich check den Keller. Wie hier ist auch kein Orb. Also die Orbs sind irgendwie selten geworden, oder? Türe bei mir angelehnt. Wir kommen. Hinter der Küche durch. Janni Boy.
Naja. Wenn der einfach die Tür nicht ganz aufmacht. Ich habe kein... Nichts Kaltes. Nö, ich habe auch keinen Orb bis jetzt. Vielleicht mal hoch in den ersten Stock. Was ist denn mit dem schon wieder? Ich glaube, die sind jetzt immer halb offen. So. Aber der hat auf alle reagiert, ne? Ja. Ah, hier hinten das Bad 3 Grad. Jawohl, dann let's go. Wir kommen. Ich place die Cam hierher. Zack. Ah, das Bad da hinten, oder was? Ja, 2 Grad. Wo bist du? Bist du hier? Oh ja, das heißt wohl ja, oder? Hier. Bist du... Mach mal die Taschenlampe kurz aus. Bist du hier? Gefriertemperaturen, safe. Ja. Bist du verletzt? Alles klar, Bro. Ich hole ein Geisterbuch. Wir hatten das Gefrier und gar nichts, ne? Ja. Oh nein. Was? Der ist da oben, der ist da oben! Renn! Was ist los? Alter, der stand da oben gerade. Ich habe nochmal hochgeguckt, der war hinter Steffen. Der Jan ist sauer, Alter. Oh, scheiße. Aber okay, dann ist er definitiv da oben. Alter, wie das aussah. Okay, dann was nimmst du? Dann würde ich Geisterbuch und eventuell Schwarzlicht nehmen. Ja, was bleibt denn da noch, wenn du Geisterbuch bringst? Die Kamera und Kruzifix. Ja, Kruzifix wäre gar nicht schlecht und die Cam. Kruzifix habe ich dabei. Ah, okay. Was war denn mit dem, Alter? Der stand hier. Wie krank das aussah. Jan, schreib in das Buch. Schreib in das Buch, wenn du hier bist. Gib uns ein Zeichen und schreib in das Buch. Alter Schwede. Wie krank das aussah, ich schwöre, wie krank das aussah. Ah, ich habe Fingerabdrücke. Fingerabdrücke an der Türe. Vielleicht mal mit einer Cam kommen und davon noch ein Bild machen. Kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Bin auf dem Weg. Hast du irgendwie Bots gehabt oder so? Bis jetzt nicht, nein. Fingerabdrücke sind weg. Nee, warte, ich habe Schwarzlicht nur aus. Warte, hier. Muss nur Taschenlampe ausmachen, genau. Ja, mach. Du leuchtest nicht drauf, ich seh's nicht. Ach, scheiße, nee, wir sehen das. Warte, jetzt. Steffen, geh mal aus dem Bild. Nein, du machst zu. So. Der steht hinter mir. Mami. Der stand gerade hinter mir. Ah, da hat er nochmal. Ja, sehe ich. Holy Makrone, Alter. 2. Alter. Jan, schreib in das Buch. Oder kannst du nicht schreiben? Wo bist du? Bist du hier? Ne, gar nichts. Nein, der steht hier. Ich hab ihn. Oh nein, bitte nicht, Bro. Entspann dich, Bro. Bleib locker. Bitte bleib locker. Lass mich raus.
der will Wasser an der Bastard. Der will duschen. Alter, ich stand mit dem gerade da die ganze Zeit drin. Aber ich hab ihn gen... Ich hab ihn genau abgelichtet. Ich hoffe, dass man es auf der Cam sieht. Alter. Der stand da einfach mit einer Machete, Digga. Ja, aber Foto vom Geist hat gezählt. Da, wo man bei der Badewanne sieht. Ja, ja, hat gezählt unten. Jetzt ist eigentlich nur noch Kruzifix und da wir das nie hinkriegen, sollten wir jetzt nur noch herausfinden, welcher Geist es ist. Dinger können wir, glaube ich, streichen, EMF 5. Okay, dann wäre es Dämon, Hantu oder der Mimic. Das Problem ist, die Cam steht scheiße. Die muss genau auf die andere Raumseite, weil der bei der Badewanne war. Ja gut, aber wenn er durchläuft, müssen wir ihn ja trotzdem sehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber du siehst da halt einfach gar nichts. Ganz kurz, was haben wir denn? Fingerabdrücke und Gefriertemperatur. Hey, aber das kann so nicht sein, weil guck mal, wie der die Kamera stört. Auf beiden Bildern und auf beiden Bildern war der hat der in der Badewanne gekniet. Aber das ist Machete. Immer so, Michi, das ist immer so. Wenn die Geister da sind, dann flackert das Bild so. Ja, das, aber wie soll ich denn dann ein 3-Sterne-Bild von dem Geist schießen? Das geht. Da musst du halt nur wirklich Glück haben, dass sich ultra manifestieren und direkt vor dir stehen. Der Nachteil daran ist, du bist halt dann tot. Ja. Ja. So, also ich streiche jetzt einfach mal den Orb und den Dot raus. Dann bleibt Jin, Dämon oder Mimic. Was hast du rausgestrichen? Den Dot und den Geister-Orb. Weil das sehen aber wir auf der Kamera nicht. Ja, wir haben ja Fingerabdrücke und wir haben Gefriertemperaturen. Genau, das habe ich eingekreist. Jetzt pass auf, aber wenn wir aber EMF-Level rausstreichen, Dots rausstreichen, ja. Geisterorb rausstreichen und Geisterbox, reden wollte er auch Dämon nicht. Und nur Mimic. Geisterbuch nicht rausgestrichen lassen, dann haben wir nur noch einen Dämon. Ja. Da steht da was. Guckt mal. Sieht so aus, als ob da so ein Schatten wäre, ne? Was sagt denn die Sanity? 55. Du Kruzifix mitnehmen und ich nehme Räucherstäbchen mit. Das Kruzifix liegt, glaube ich, drin, ne? Achso, das habe ich gedroppt, ja. Okay. Warte, ich tue die Kamera noch weg und ich will eine Taschenlampe. Was ist denn mit Jan los, Alter? Janni Boy. Immer locker bleiben. Ja, Freundchen? Ja, die Dusche läuft. Ich weiß. Immer locker bleiben. Schreib in das Buch. Was? Nix, Alter. Alter, mach doch so... Die Kamera vielleicht... Mach doch sowas nicht. Ich komm jetzt. Er macht's Wasser an. Aber nichts reingeschrieben, gell? Nee. Aber ihr flackert doch die ganze Zeit. Oh, ich hab ihn vertrieben. Mein Gott. Bitte lass hier raus. What the fuck? Habt ihr das Kruzifix nochmal hingeschmissen, das zweite? Ich hab grad ein Räucherstäbchen gezündet und dann ist der abgedampft. Ich hab das Kreuz in der Hand, eins davon. Bro, der ist dead. Also ich glaube, der ist jetzt sauer, der Jan. Der hat doch gerade was rumgeschmissen an die Badewanne ran. Ich glaube ein Bild. Ich nehme jetzt einmal Sanity und lauf da mit dem Kruzifix rein. Ich versuch den jetzt zu killen. Ich geh da rein. Komm her, Janni Boy. Ja, was soll der Geiz? Du gegen uns, Janni Boy. Warte. Ich hab das andere oben in den Raum geschmissen. Wartet auf mich! Oh, Licht flackert, Vorsicht. Janni Boy. Oh, der hat das Buch weggetreten. Also, er hat nichts ins Buch geschrieben. Der hat es weggeschmissen. Also das kann man... Auch so, oder?
Geisterbuch auch rausstreichen, aber dann bleibt nichts übrig. Also auf irgendwas muss er anspringen. Schon. Was macht denn der da? Sollen wir mal den Dot hier zum in den Flur legen? Ich habe halt nichts mehr frei. Alles gut, kann ich machen. Ich nehme den Dot. Mit dem Räucherstäbchen bewaffnet. Place den hier, dann nehme ich die Cam. Genau hier ins Dinger rein. Ja, genau. Lässt du jetzt die Türe offen? Jetzt würde ich noch mal kurz gucken, ob so. Da was geht. Wo bist du? Bist du hier? Naja. Das Reden hat er keinen Bock. Der hat gerade die Dusche wieder angemacht. Also es muss. Oh, und er hat sie wieder ausgemacht. Anständig. Oh, EMF5, EMF5. Ich sehe auch nichts im Flur. EMF5. EMF5. Jupp. Ja, war 5. Dann bleibst du der Djinn. Ja. Dann gehe ich. Das reicht als Beweis, ne? Ja, vage, weil wir sehr viel rausgestrichen haben, aber ich glaube auch, Jin. Nein. Wir haben doch dann 3. Du hast EMF-Fingerabdrücke, ja, und genau. Gefriertemperatur. Ah, ja, genau. Stimmt. Ja, Jin. Easy. Dann würde ich aber das mit dem Kruzifix eher. Ja, lass weg. Alle Jin angehackt? Jo. Warte. Ja. Okay, let's fucking go. Und auch hier haben wir wieder recht. Wir sind einfach die besten Geisterjäger, die es gibt. So, an dieser Stelle wäre dann der Spuk auch schon wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.